Anfang August dieses Jahres trafen sich zum dritten Mal vier Jugendfeuerwehren in Klingenthal. Neben der gastgebenden Jugendfeuerwehr waren folgende Wehren vertreten. Der Jugendfeuerwehr Kraslitz als Partner der Tschechischen Republik und der Jugendfeuerwehr Neuenrode als Partnerstadt von Klingenthal. Und des Weiteren noch die Jugendfeuerwehr aus Muldenhammer als angrenzende Gemeinde der Stadt Klingenthal. Die Mädchen und Jungen sind im Alter von 8 bis 18 Jahren. Die letzte Auflage des internationalen Zeltlagers der Jugendfeuerwehren fand im Sommer 2014 ebenfalls in Klingenthal statt. Wir fahren aber auch alle 2 Jahre rüber in die Tschechische Republik nach Kraslitz. Also wir waren jetzt bestimmt mindestens 3 Mal schon in Tschechien. Dieses Jahr vor 2 Jahren und eigentlich immer so im Wechsel noch Möglichkeit. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit funktioniert bei den Großen wie bei den Kleinen. Dass sie ungemein wichtig ist, steht außer Frage. Wir hatten ja dieses Jahr auch schon 2 Mal die Berufsfeuerwehr Kraslitz mit dem Klingenthal-Wort zum Einsatz. Es funktioniert sehr prima, muss ich sagen. Und die Verständigung in der Hinsicht sehr gut. Und die sind immer, wenn wir sie brauchen, auch immer da für uns. Also das ist kein Problem. Das Zeltlager begann am Freitag mit einer offiziellen Eröffnung und anschließendem Grillen und Stockbrot am Lagerfeuer. Danach war Zeit für Sport, Spiel und Gespräche. Wir waren am Samstag vor Ort. Nach einem ordentlichen Frühstück und einer Einweisung begann der Rundkurs mit Stationsbetrieb. Also wir werden heute einen kleinen Marsch durchs Gelände durchführen. Das heißt, es gibt mehrere oder verschiedene Stationen. Bei der ersten Station werden Sie einen sogenannten Leinenbeutel Zielwerfen machen. Das heißt, in einem kleinen Beutel ist eine Leine aufgewickelt. Die ist auch bei der Feuerwehr für diverse Tätigkeiten benutzt wird. Die müssen sie auf eine gewisse Entfernung auf ein Ziel werfen. Und je nachdem, wie genau sie dieses Ziel treffen, wird der Wurf dann bewertet. Die müssen, habt ihr schon gesehen, so gut, ne, aus die 3 Saugleitungen einen Kreis kuppeln. Bei Station 2 hieß es, Saugleitung im Kreis kuppeln. Das macht natürlich im realen Einsatz keinen Sinn. Hier ging es rein um Geschicklichkeit und natürlich Tempo. Da die Leitungen ziemlich starr sind, war es gar nicht so einfach. Ja, haben es richtig gemacht, haben bis jetzt eine mittlere Zeit. Und na gut, da knoten ist ein bisschen viel Leine zwischendrin, da müssen wir wahrscheinlich einen Punkt abziehen. Es hält. Es hält, ja. Ansonsten gut. Da es um Zusammenarbeit geht, werden die Mädchen und Jungen in den Gruppen gemischt. Die Tschechen werden das aufgrund des Dolmetschers in einer Gruppe zusammen machen. Und ansonsten werden die Kameraden aus Neuenrode und Muldenhammer und Klingenthal, die werden gemischt. Also auch vom Alter her und so. Und dann müssen die halt mal gucken. Weil, wie gesagt, im Einsatz müssen sie auch mit anderen Kameraden im Zweifelsfall zusammenarbeiten. Und so muss das dann auch hier schon mal probiert werden. Das haben wir ja schon gehabt. Wir haben ja auch schon grenzüberschreitende Einsätze gefahren. Und da haben wir das Glück, dass in der tschechischen Berufsfeuerwehr ein Dolmetscher mit ist. Auch am Samstag war ein Dolmetscher vor Ort. Ich heiße Werner Redling, bin aus Kraslitz und bin irgendwie mit der Jugendgruppe von der Kraslitzer Freiwilligen Feuerwehr mit beisammen. Deshalb müssen wir mit der deutschen Jugendgruppe von Klingenthal irgendwie zusammenarbeiten. Und die brauchen dazu dann einen Dolmetscher und den mache ich schon jahrelang. Ansonsten verständigte man sich mit Englisch oder auch mit Händen und Füßen. Dann geht er einmal rum, dann geht er hier wieder von unten drunter durch. Genau. Brauchst vielleicht noch ein wenig mehr. Ja. Weiter geht's dann, das ist eher auch wieder eine Spaßstation. Riesenknoten machen heißt das bei uns. Normalerweise machen wir ja Knoten mit einer Leine, aber die müssen da Feuerwehrknoten, die wir auch im Einsatz brauchen, mit Schläuchen machen. Also mit einem C-Schlauch müssen die Knoten herstellen, was sie sonst normalerweise mit der Leine machen. Da müssen sie dann umdenken, wie das denn in groß funktioniert. Perfekt. Perfekt für Kooperation und Teamwork die Station 4. Das Spinnennetz.
sind verschiedene Löcher in dem Netz, wie es auch im Spinnennetz, verschiedene Worben. Und da müssen sie sich Gedanken machen, wie kann man durch jedes Loch einen Kameraden oder Kameradin der Jugendfeuerwehr hindurch. Die Aufgabe besteht darin, erstmal sich zu überlegen, wer durch welches Loch passt, beziehungsweise welchen Kameraden man auch durchs Oberste tragen kann, beziehungsweise heben könnte. Und das ist halt Gruppenarbeit und da sind alle Gruppenmitglieder gefragt. So. Funktioniert. Im Anschluss dann als nächstes ist die Station Schlauchkegeln. Da ist wieder die Feinheit des jeden Einzelnen für die Auswerfen des Schlauches und des Treffens dort Kegel. In der Station 6 ging es um Gerätekunde. Das heißt, es wird ein Feuerwehrfahrzeug auf der Straße stehen oder ja, steht dort. Und dadurch, dass wir ja auch die tschechischen Kameraden mit da haben, haben wir das ein bisschen komplizierter gemacht. Das heißt, die deutschen Kinder bekommen einen tschechischen Begriff, müssen erraten, was dieser Begriff überhaupt bedeutet, ob als Kupplungsschlüssel oder halt Pumpe oder Feuerlöscher. Und dann müssen sie dieses Gerät auf dem Fahrzeug suchen und noch erklären, wozu dieses Gerät oder so gut ist. Und umgedreht genauso, die tschechischen Kameraden kriegen einen deutschen Begriff, müssen rauskriegen, was das eventuell auf Tschechisch bedeutet und dann genau unisono erklären, wofür das da ist. Die letzte Station befand sich im Zeltlager. Erste Hilfe, da werden sie ein bisschen stabile Seitenlager machen, mal einen Druckverband oder Fingerverband, wie das funktioniert, ob sie es können, halt, was man halt eventuell auch im alltäglichen Leben mal für eine Erste Hilfe braucht. Wir sehen ja, wenn es blau wird. So ein Zeltlager ist nicht einfach zu organisieren und es kostet natürlich auch Geld. Wir hatten immer unterschiedliche Förderprojekte gehabt. Über die Landesjugendfeuerwehr haben wir es fördern lassen, dann haben wir es über den Freistaat Sachsen in der Förderrichtlinie und dann haben wir es nochmal über die Euregio-Grenze fördern lassen. Also wir haben verschiedene Förderprogramme ausprobiert und hat bis jetzt mit der Abrechnung immer sehr gut funktioniert und die Zusammenarbeit mit den Projekthelfern bzw. Verantwortlichen war immer sehr gut gewesen. Dafür sind die Mitarbeiter der Euregio Egrensis da. Vor, während und nach solchen Projekten stehen sie mit Rat und Tat zur Seite. Die Klingenthaler Kameraden können sich aber auch auf die Stadt verlassen. Es gibt eine nette Kollegin in der Stadt, die sich generell um Fördermittel kümmert in jeglicher Form und die hilft uns dann auch durch diesen ganzen Papierkram, sag ich mal. Die Anträge sind ja, sag ich mal, nicht immer so verständlich, beziehungsweise, sag mal, wenn man es wirklich ehrenamtlich nebenbei macht, wo man dann sagt, wie jetzt, wie soll das funktionieren? Und gerade manchmal muss man ja auch telefonieren während, sag ich mal, der Arbeitszeit oder so und das nimmt uns dann halt auch teilweise jemand aus der Stadt dann mit ab, muss man schon mal so sagen. Das Mittagessen hatten sich die Mädchen und Jungen redlich verdient. Doch damit war der Tag noch nicht zu Ende. Wir machen noch einen Ausflug in Kletterwald nach Schöneck, um die Kinder und Jugendlichen auch mit Spielen und Spaß ein bisschen zu begeistern. Für den Sonntag war noch eine Rettungshunde-Vorführung geplant. Nach dem Mittagessen hieß es dann zusammenpacken und mit viel Erfahrungen und Eindrücken nach Hause fahren.